Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Road to Tier 10 zusammen mit einem Rio und immer noch mit dem TVP VTU Konzepte, dem 8er Medium Net Tschechien. Und ja, aktuell Top of the Tree tatsächlich, also vielleicht schaffe ich es zumindest bis zum 9er oder sowas zu spielen. Wird auf jeden Fall eine Qual, ich komme mit dem TVP VTU noch überhaupt nicht zurecht. Ich werde den wahrscheinlich einfach mal ein paar Tage lang durchsuchten und nur noch spielen und gucken, ob ich da irgendwie dann mal was auf die Ketten kriege. Netterweise sind wir Top-Tier. Mein Vorteil, den konnte ich schon mal raushauen. Ein Schusch. Ja, mit der 8.8er Kanone, die ich gerade drauf habe, habe ich immerhin eine höhere... Fallen wir doch nicht vor den Schuss? Höhere DPM als einen CDC. Junge. Aua. Ein Metall hat mich getroffen. Das ist natürlich uncool. War ich offen? Naja, egal. Ja, der fühlt sich so ein bisschen wie ein Skoda T40 an, nur dass er zwei Tierstufen höher ist. Das ist so mein Problem. Ich mag den Skoda T40 eigentlich ganz gerne. Aber da muss man aufpassen. Da ist noch, wie gesagt, der Rheinmetall. Mal gucken, ob wir auf den 12T da gehen können, wenn er rumlungert. Der fährt jetzt auf den ELC AMX. Gucken. Ja, super. Danke, Arti. Man kann natürlich auch mal auf dem Light Tank schießen. Metall ist offen. Es ist alles offen und die Mitte ist frei. Hm. Wobei dann noch irgendwo ein Bulldog stehen müsste. Ein Bulldog ist natürlich ein DPM technisch auch ein bisschen gefährlich. Da ist er. Hatte mich aufgemacht. Schön. Cap ist offen. Cap. Aber ehrlich gesagt wollte ich eigentlich nochmal versuchen, denen hier zu helfen. Also da durchdrücken und dann vielleicht zurückkommen könnten. Der Bulldog ist raus. Ich fahre jetzt so, dass ich vielleicht den Cap ein bisschen abzielen kann. Hier irgendwo gab es mal eine Stelle, wo man hochfahren kann, auf den Cap zu zielen, allerdings weiß ich nicht wo. Müssen wir die Stellen nochmal angucken. Das interessiert mich dann auch, wie das bei 915 sein wird. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video, wo ich mal probiere, da die Stellen abzufahren, in 914 und 915. Mal gucken, ist ein bisschen zeitaufwendig, wenn man die Stellen alle abfarmen muss, quasi in Anführungszeichen. Allerdings könnte das sehr interessant sein. Ich fahre jetzt mal hier so hin. Getroffen. Vielleicht geht der spotten. Ah, die jagen jetzt die Arti. Guck mal einer an. Dann, oho. Oh, oh. Ich bin offen. Ja, danke. Raus. Ach lol. Die haben ja gleich schon durchgekappt, hey. Na toll. Großartig gemacht. Ich habe nicht drauf geachtet, ey. Ich habe mich zu sehr auf den CDC konzentriert. Wow. Durchkappt verloren. Und wieder eine bescheidene Runde mit dem TVP. Der Panzer ist für mich echt eine Qual. Muss ich sagen. Wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich die nächsten Tage mich ein bisschen auf den konzentriere. Vielleicht heute Abend im Stream den ein bisschen mehr spiele. Vielleicht werde ich dann besser mit dem, weil ich den so langsam dann mehr kennenlerne und weiß, wie weit ich mit dem gehen kann.
Es macht mir. Ich finde es momentan unglaublich schwer, mich mit dem Zeug zu finden. Also, ich kriege mit dem kaum gute Spiele hin, leider. Und die guten Spieler, oder in Anführungszeichen vermeintlich guten Spieler oder Spieler mit mehr Schaden, sind dann eigentlich gegen Bob-Teams, die man mit jedem Panzer irgendwie hinkriegt. Wenn man sich ein bisschen. Ja, nicht zu aggressiv anstellt oder so. Mein größtes Problem mit dem Panzer ist einfach die fehlende Mobilität. Ist mir aber schon mal aufgefallen. Ich habe ein echtes Problem mit Mediums, wenn sie unmobil und schlecht gepanzert sind. Ja. Wenn ich so ein bisschen die schlechte Panzerung, also nehmen wir mal beispielsweise einen CDC, wenn ich da die schlechte Panzerung durch diese Mobilität ausgleichen kann, dann habe ich damit kein Problem. Der T-54, der ist jetzt, ich glaube der T-54 ist sogar noch schneller als der DVP-VTU, aber der ist jetzt nicht der schnellste Medium überhaupt, aber immer noch schneller als ein Panther 2, glaube ich, auf jeden Fall. Aber der hat halt eine gute Panzerung, da kannst du es gut ausgleichen. So, das ist absolut kein Thema. E-50M, doch E-50M kann schon ein Zugpferd sein. Aber da hast du auch die Panzerung, kannst du wunderbar mit ausgleichen. Natürlich trifft der Snapshot nicht. Warum denn auch? Also der Panzer auf Long Range. Mann, Mann, Mann. Ich werde wahrscheinlich. Die haben wenig Mediums. T54, T54-1, T54 Mod 1, T4300. Okay, sind vier an der Zahl. Ich hoffe, die folgen mir hier. Dann fahre ich nämlich vorne an die Ecke ran. Also ich werde da ein bisschen aggressiv. Aggressiv ranfahren. Ah, da haben wir einen T54. Ich glaube, die Geschichte hat sich soeben ein bisschen erledigt, außer ich kriege hier Hilfe. Wobei der halt echt hart offen da steht, ne? Ja, natürlich gehe ich auf. Bin immer noch offen, natürlich. Ach. Leck mich doch. Ja, und die stehen halt echt alle da. Ich denke mir so, na vielleicht, ne? Vielleicht steht da dann jemand da oder so, aber nö. Problem ist jetzt, die stehen da jetzt so hart in Feuerlinie, dass ich hier nicht mehr wirklich wegkomme. Also ich muss das jetzt hier irgendwie auskampieren oder ausspielen. Bisschen eklig, ne? Vor allem mit der Gun Depression. Komm hoch. Ja, endlich mal ein Treffer. Okay. Ich musste eigentlich darüber, ne? Wenn ich darüber fahren könnte. Mach das jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Und dann kommen wir hoffentlich an eine Situation, wo ich die schön ins Kreuzfeuer nehmen kann. Also ich so Richtung T71 werde ich mich hinbewegen. Oh, warte mal. Eine Kanone raus. Jetzt hängt er da bei dem da so fest. Ab, der Kollege. Nicht mit mir. Gut. Na, dann können wir ja eigentlich durchfahren, wa? Ja, wobei, der T-54-1 ist noch voll. Und die Heavy-Linie ist gefallen. Na, GG. Ach, mein Gott, ey. Mal 5. Oh, natürlich geht mir beim. Von dem T-37. Ich verliere bei diesen Panzern nur das Amarek. Nee, komme ich nicht mehr ran.
T-37 zerstört T-37. Ach, das, ich hasse diesen Panzer. Mein Gott, also auch den da als Gegner. Das ist natürlich von den Heavys da drüben, hey. Diese Präzision. Oh mein Gott. Gehst du nochmal blind drauf? Ne. Eine Chance. Das gibt es doch gar nicht. Kann ich wieder normale Munition an? Versuche ihm auch auf den Motorblock mal zu schießen. Nee, warum denn nicht? Naja, mehr kann ich da auch nicht machen. So, ich glaube, das war die beste Runde, die ich mit dem TVP jemals gemacht habe. Schade, schade. Aber wenigstens einen Krieger bekommen und dadurch habe ich für tapfere Gegner bekommen. Also, wie ein Sieg quasi. Soll ich mich also nicht traurig schätzen. Hat mich Credits gekostet, weil ich Gold geschossen habe. War den aber tatsächlich aktuell nicht mal mehr mit Buchteln. Ja, ich glaube, besser wird es heute nicht. Das war die beste Folge, die ich heute zustande bekommen habe vom Road to Tier 10. Zumindest das zweite Gefecht lief einigermaßen okay. Ich hoffe, euch hat soweit trotzdem gefallen. Ich werde dranbleiben. Ich hoffe, dass ich den Panzer noch irgendwie gemeistert kriege. Also nicht ein Panzer in dem Sinne, dass ich einen Panzer habe, sondern dass ich den halbwegs fahren kann. Und mal gucken, vielleicht blühe ich ja noch mit diesem Panzer auf im Laufe des Road to Tier 10. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Und heute Abend, 20 Uhr, Livestream nicht vergessen. Also bis dann, euer Rio. Ciao.